wie, nicht nur wie wir beten, genau. Nicht nur wie wir unseren Alltag gestalten, sondern auch genau. Wie wir uns ernähren. Genau, wie wir uns ernähren. Und da ist er für mich genauso ein Vorbild. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie er das gemacht hat und die Versen von meinem Schöpfer lese, dass ich das essen soll, was mir erlaubt ist und das, was rein sein soll, kann ich zumindest was Fleisch angeht, nicht mit dem vereinbaren, was heute auf dem Markt existiert. Ja, das bedeutet für mich, in der Zeit des Propheten Muhammad gab es keine Massentierhaltung und es gibt sie heute. Deswegen muss ich mir die Frage persönlich stellen, hey, ist das Fleisch für mich genießbar? Ich sage nicht Haram, nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ist das aber Fleisch für mich genießbar? Das bedeutet, dürfte ich das essen? Da ist so viel Tierleid drin bei der Massentierhaltung. Da ist so viel in meinen Augen Ekel drin. Ekel im Sinne von, da wird so viel Hormone, so viel Antibiotikum, so viel Futter, was das Tier niemals in der Natur essen würde, reingepumpt. Wie kann das gut für Mensch und Umwelt sein? Wie kann das gut für Tier sein? Es gibt ein schönes Sprichwort, ne? Du bist, was du isst. Ja? Also umgekehrt, gesundes Tier, gesundes Fleisch. Gesundes Fleisch, gesunder Mensch. Krankes Tier, krankes Fleisch. Krankes Fleisch, kranker Mensch. Das ist so für mich eine Ableitung, auch wenn es ganz banal ist. Und ja, das so zu deiner Frage. Ja, ich meine, vielleicht auch direkt den nächsten Schritt. Halal Schlachtung. Wie gestaltet sich das momentan für euch? Mhm. Vielleicht kann man so sagen, allgemein gerade in Deutschland, in Europa mhm. und im Speziellen für euch. Mhm. Also wie handelt ihr das in der aktuellen Situation? Also in der Hinsicht zur Halal Schlachtung hatte ich bis vor 2,5, 3 Jahren eine komplett andere Meinung. Und heute habe ich eine ganz andere Meinung dazu, weil ich mehr Wissen angeeignet habe, mehr in die Materie reingegangen bin. Darüber hinaus, weil mich auch die Umstände dazu gezwungen haben, zu gucken, ob es auch anders geht. Wir haben bis 2019 April ausschließlich in Frankreich geschlachtet, an der Grenze zu Deutschland, in Straßburg. Da hatten wir unsere Schlachtbetriebe, sowohl Geflügel als auch Rind und Lamm. Dort haben wir betäubungslos geschlachtet. Ich bin weiter darüber überzeugt, dass die beste Schlachtungsmethode diese ist, also betäubungsloses Schlachten. Aber ich bin nicht mehr der Meinung, dass nur diese Methode ausschließlich eine Halal-Schlachtung betrifft. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat al-Ma'idah, in Vers 4 beschreibt er direkt, indirekt, was Halal bedeutet, beziehungsweise wie die Halal-Schlachtung auszusehen hat. Da gibt es 4 Kriterien, die Allah der Erhabene aufgesetzt hat. Punkt Nummer 1 ist, er beschreibt den Schlachter oder die Schlachterin, in dem Fall ist ja vollkommen egal, er sollte Ahlul Kitab sein. Für mich heutzutage, er sollte trotzdem lieber Muslim sein, aber im Koran heißt es Ahlul Kitab, deswegen ist es für mich keine Diskussion. Man könnte darüber diskutieren, wie wir es zu verstehen haben. Ja. Das ist eine ganz andere genau. Diskussion. Das ist eine Diskussion, da könnten wir nächtelang darüber diskutieren. Wir wollen hier nicht in die Wissenschaft rein. Genau. Es ist wirklich genau. Die Praxis, wie sieht der Alltag aus? Das ist eigentlich für uns so, wie da komme ich gleich. Da komme ich gleich dahin. Darüber hinaus beschreibt Allah der Erhabene, dass es mit der Tesmir geschlachtet wird, also mit dem Namen Gottes, also unbeschrieben Tesmir, dass das Tier ausbluten soll, denn Blut ist Haram, heißt es, und dass man Tiere schlachten soll, die nur erlaubt sind. Und im Alltag läuft es so ab, sowohl Europa, nicht sowohl, in ganz Europa, bis auf 2 Länder aktuell, das ist noch Frankreich. In Polen gibt es ganz wenig Betriebe, ganz wenig Betriebe. Ich kenne noch Lettland, kenne ich, da auch 2 Betriebe, die es betäubungslos schlachten. In Frankreich gibt es gerade mal 10 Betriebe, wenn es hochkommt, die betäubungslos schlachten. In Belgien und in Holland, weil die ja immer sagen hier, ja, das Fleisch kommt aus Belgien, das Fleisch kommt aus Holland. Mittlerweile ist seit 1,5 Jahren sowohl in Belgien als auch in Holland betäubungsloses Schlachten nicht mehr erlaubt. Das bedeutet, es wird so gehandhabt. Mit der Betäubung kommt der Kehlschnitt. Das heißt, sobald das Betäubungswerkzeug, egal welches,
an den Kopf gelegt wird, kommt unmittelbar das Messer auch an die Kehle. Aber die werden betäubt. Ob die jetzt unmittelbar Millisekunden vorher, Millisekunden später, egal, sie werden betäubt. Es gibt ja diese ewige Diskussion unter uns Muslimen, ist betäubtes Fleisch halal, nicht halal? Du lachst schon, siehst du? Da kommt nein, ich freue mich, dass du das direkt selber angesprochen hast, weil es natürlich ein Thema ist. Ja. Diese Aussage, das ist meine persönliche Wahrnehmung, kann keiner beantworten, außer jeder für sich selber. Weil zu 90% der Gelehrten, beziehungsweise ich kenne keinen einzigen Gelehrten, der in der Regel krass in der Gesellschaft einen Namen hat, der es nicht erlaubt, wenn diese vier Kriterien, deswegen habe ich die vorhin erwähnt, wenn diese vier Kriterien erwähnt worden sind, die nicht erlauben, das Tier zu betäuben, wenn man die in Anführungsstrichen Garantie hat, dass das Tier mit der Betäubung nicht stirbt und trotzdem ausblutet, dann gibt es keinen Gelehrten, der dir sagt, dass es nicht erlaubt. Ja. Und es gibt sogar einige Gelehrten mittlerweile, die das Betäuben wegen den Umständen mit Jagen gleichführen. Mhm. Ja. Weil die sagen, in der Jagd, das sind die Umstände, wenn du die Tiere, ja, musst du auch erstmal schießen oder fallen, egal. Ach so. Und dann, ja, das heißt, das ist eine Art Betäubung. Und wenn das Tier stirbt, bist du zu ihm hier, darfst du es ja auch nicht essen. Aber wenn das Tier nicht stirbt und du den Kehlschnitt durchführen kannst, ja, und es ausblutet vollständig, ist es erlaubt. Und es gibt sogar Gelehrten mittlerweile, die aufgrund der aktuellen Umstände, die das gleichsetzen. Weil es europaweit so gut wie keine Betriebe mehr gibt und auch in den nächsten 10 Jahren meiner persönlichen Meinung nicht mehr geben wird, muss man sich die Frage stellen, entweder geht man zum Supermarkt und wird auf gut Deutsch verarscht, weil der Bruder oder die Schwester dich dir ins Gesicht guckt und dich anlügt, sagt, Bruder, das ist halal ohne Betäubung. Und nie im Leben ist es das, ja, zumindest nicht offiziell, das kann ich dir garantieren. Oder du willst einfach angelogen werden und sagst, habe ich besseres Gewissen damit und lässt dich anlügen. Oder du gehst mit der Sache transparent um und entscheidest zu sagen, hey, lieber esse ich gar kein Fleisch mehr, weil es dann für mich nicht mehr halal ist und werde Vegetarier, weil ich war ja selber 2 Jahre Vegetarier, genau aus dieser Überzeugung, weil für mich Bio und Halal die einzige Möglichkeit ist, Fleisch zu genießen. Und es gab für mich 2 Jahre, bevor ich damit angefangen habe, niemanden, der das gemacht hat. Und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, ich esse kein Fleisch. Ganz einfach. Bevor ich dieses Fleisch esse, esse ich gar kein Fleisch. Das kommt für mich absolut nicht in Frage. Und da muss jeder für sich persönlich die Frage stellen, was halal ist. Weil, wie gesagt, es gibt diese Meinungen und jeder persönlich muss das für sich dann entscheiden, ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder nicht. Danke. Also ich glaube, es ist sehr individuell, ja, häufig. Ich glaube, es hat auch viel mit Taqwa zu tun, vor allem diese Schock, die Frage mit dem Schock, ja. Mhm. Die Frage nach Halal und Haram, das ist ja auch nicht, das beantworten wir ja auch bei Green Dot nicht absichtlich. Ja. Das kann auch keiner beantworten, deswegen, das kann dir keiner wegnehmen. Genau. Ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Richtig. Und deshalb ist es sehr... Aber ich finde es zu weit rausgeholt zu sagen, das hat was mit Taqwa zu tun. Das sage ich dir ehrlich. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Weil ich finde, Taqwa fängt komplett woanders an. Ob du jetzt betäubt bist oder nicht betäubt bist, Fleisch isst. Ja? Ja. Weil du nicht die Umstände verändern kannst. Ja. Ja, deswegen. Dann lieber gar kein Fleisch essen. Genau. Genau. Ja. Ist ja und auch viel zu viel Fleisch ist eh ungesund. Ja. Und auch islamisch betrachtet gar nicht empfohlen. Wenn genau. Du jetzt so, weil wir essen, wir die 5-mal am Tag beten, ja. Essen nur 5-mal am Tag Fleisch. Wollte ich gerade sagen, essen gerade. Das ist nicht das Ziel. Das habe ich schon gerochen. Ja, man sollte maximal ist sogar zu viel, aber ich sag mal, okay, für unsere Verhältnisse. 5-mal die Woche ist sogar zu viel, aber ich sag 5-mal die Woche, überhaupt. Und sogar das ist zu viel. Ja. Ja. Man sollte so wenig wie möglich Fleisch essen. Ich denke, ein bisschen mehr Gemüse tut uns allen eigentlich ganz gut. Bisschen ist gut, ja. Ja. Das Beste, was wir der Erde vererben können, sind die Dinge, die gut für die Menschen sind. Mit diesen Gedanken haben wir Green Dot entwickelt.
Was ist Green Dot? Lasst es uns gemeinsam anschauen. Green Dot zeigt dem Verbraucher, unter welchen Standards Fleisch produziert wird. Dazu gehört, von wem und auf welche Art und Weise geschlachtet wurde, wer der Großhändler ist, welche Fleischprodukte er nutzt und wie er diese lagert. Green Dot erhält diese Informationen aus erster Hand. Wie funktioniert Green Dot? Beim Öffnen der App sieht man ein Startbildschirm, Hauptmenü. Im Hauptmenü seht ihr die Händler nach Entfernung sortiert. Beim Tippen auf einen dieser Händler seht ihr die Route und beim Tippen auf den Button rechts oben Infos zu den Produkten. Diese Informationen beinhalten eine schriftliche Bekanntmachung und den Lieferschein des Großhändlers. Zu den Infos gehören unter anderem die Fleischsorte, die Religion des Schlachtenden, ob die religiösen Rituale bei der Schlachtung eingehalten wurden, besondere Angaben zur Geflügelschlachtung und weitere wichtige Verbraucherinformationen. Auf der gleichen Seite findet sich ein Formular zur Angabe von Auffälligkeiten, die gemeldet werden können. Green Dot liefert wichtige Verbraucherinformationen und beantwortet nicht die Frage nach Halal oder Haram. Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten.